Hallo Freunde, tja, so schnell geht's, Teil 10, oh, da steht noch gar nichts, das schreiben wir gleich hin. Motivation, haben wir alles, yes, und Achtung, Teil 10. Freunde, heute kommt Teil 10. Auch wieder sehr, sehr spannend. Der eine oder andere sagt, ja, das ist jetzt trivial, was da gleich kommt. Finde ich überhaupt nicht. Finde ich gar nicht. Ist nicht trivial, sondern das ist einfach was, das gehört bei mir zum tagtäglichen Leben dazu. Achtung, jetzt wird es interessant. Die Vorbereitung, die tägliche Vorbereitung, beziehungsweise wenn ich dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehe, dann ist die Vorbereitung wichtig. Warum? Wenn ich dienstags ins Fitnessstudio gehe, abends, am besten zum Beispiel direkt nach der Arbeit oder morgens vor der Arbeit. Was ist da extrem wichtig? Extrem wichtig ist, dass wenn ich dienstagmorgens oder dienstagnachmittags gehe, dass ich am Montagabend, exakt so sieht es aus, meine Tasche gewichtet habe. Dass ich in meiner Tasche alles drin habe, was ich brauche. Von den Schuhen, vom Shirt, von den Hosen, von Musik. Alle die Dinge, die ich dringend im Fitnessstudio benötige, um mein Training zu absolvieren, packe ich einen Tag vorher am besten die Tasche ein. Inklusive Trinken, inklusive vielleicht meiner Supplemente, die ich benötige, alles rein. Ich mache ein Ritual, bevor ich abends ins Bett gehe, packe ich meine Tasche. Warum? Ihr habt morgens absolut keinen Stress. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie vergesst, ist ziemlich gering. Kleines Beispiel von mir, meine Tasche ist immer abends gerichtet. Und jetzt kommt's, ganz wichtig, auch mein Essen für nächsten Morgen habe ich den Abend davor zum größten Teil schon vorgerichtet. Warum? Yes, damit ich am nächsten Morgen nicht in Stress gerate, damit alles schön läuft, gutes Zeitmanagement. Wie wieder, genau, Teil 1, auch hier ein gutes Zeitmanagement. Wann mache ich was, ist ein Riesenvorteil und genau so handhabe ich es auch mit meiner Sporttasche. Freunde, ganz einfach, richtet am Abend zuvor eure Sporttasche, achtet, dass ihr alles drin habt, stellt sie so hin, dass ihr am nächsten Tag nichts vergessen könnt. Und schon seid am nächsten Morgen, zack, Tasche in der Hand, raus zur Tür und ab ins Studio oder abends im Kofferraum. Die Tasche ist da, ich muss nicht nach Hause fahren, ich kann direkt ins Fitnessstudio. Easy, trivial, aber wichtig. So, das war's jetzt mal zum Thema Motivation. 10 Teile am Stück. Kurz, knapp, bündig, jetzt seid ihr dran, wenn ihr gutes Feedback habt, wenn ihr konstruktive Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es unten in die Anmerkung. Ich bin sicherlich am Start und werde genau die Themen, die wichtig sind, aufnehmen. So, soll ich schon mal verraten, was noch kommt? Demnächst geht es an den Start mit Burnout-Prävention. Yes, Burnout-Prävention. Warum das ausgerechnet ich mache? Dazu gibt es bald Infos, und zwar in Teil 1. Bis dahin, Freunde, ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.